So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Moin. Ah, wir können mit... Dies ist Holger Schwarzand, Birma, Brands Witwe und unsere heutige Gastgeberin. Ihr kennt euch bereits. Witwe? Okay. Die Pflicht einer Witwe ist es, bei ihrem Ehemann zu sein. Also unter Wasser. Die Pflicht einer Witwe ist es, sich um den Königssohn zu kümmern. Nicht nach unserem Brauch. Eure Bräuche sind barbarisch. Besonders ja, vielleicht nicht. Kritik steht uns nicht zu, Yen. Ein jeder macht die Dinge auf seine Weise. Wir reden hier über die Selbstverbrennung von Frauen, nicht über Baumdekorationen für Jule. Harter Brauch, aber dies ist auch ein hartes Land. Tradition ist in Skellige sehr wichtig. Die Menschen machen die Gesetze und sie können sie ändern. Oh, dein Verlust tut mir leid. Was für ein Verlust? Achso, wahrscheinlich zu Birna. Für uns wird es auch Zeit. Komm, Swanrik. Birna ist eine intrigante Hure. Weigert sich einzugestehen, dass ihre Herrschaft vorbei ist. Bran hat gewusst, wie er sie im Zaum hält. Lasst uns auf ihn trinken. Mm-mm. Bran war ein großer Mann. Möge unser nächster König ihm Ehre machen. Geralt? Ja, gehen wir. Ja. Swanrige an Trud... Ja? Wie steht's auf Faroe? Wie steht es auf Faroe? Faroe. Es pisst wie aus Eimern und ist arschkalt. Ich sehe, du platzt fast vor Stolz. Wozu Scheiße mit Honig glasieren? Faroe ist ein Fels, der mit Kiefern überwuchert ist. Aber mehr brauchen wir auch nicht. Kiefern kann man nicht essen. Aber man kann Langschiffe daraus bauen und sich dann an dem satt essen, was andere angebaut haben. Nachdem man ihre Frauen und ihr Gold genommen und ihre Häuser abgefackelt hat. So lebt der Clan der Dimun. Sehr schön. Toller Clan. Mehr will ich gar nicht wissen. So, wo wollte Yen mit uns reden? So, la la la. Da ist ein Nebenzimmer. Oh, abgeschlossen. Warum laufen hier Hühner rum, Mann? Ich dachte, das ist eine Festhalle. Also außer sie werden noch gebraten und gegessen, aber ich bezweifle es mal. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yaldona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab. Steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das lernen wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Ich finde die klasse, die Skellige. Geht vor die Tür, beruhigt euch. Ich dachte, die Skelliger hätten während der Festlichkeiten einen Waffenstillstand. Ich kenne die heiligen Bräuche, aber ich werde nicht kampflos zusehen, wie Lugos Hindasfjall überfällt. Vor dir hat keine Angst, Dona. Schon bald werde ich deine Priesterinnen ficken, aus deinem Krug trinken und auf deinen Tisch scheißen. Kannst die Kerzen für mich brennen lassen. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Oh. Du gehst zu weit, Lugos. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße. Oh, nein. Ich wollte noch keinen Krieg. Der Gastfreundschaft. Na, endlich. Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Okay, anscheinend kotzen die Skellige vor Langeweile. Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Nein. Oh, fuck, das wollte ich nicht. Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft. Nein. Oh Gott. Das wird ihr nicht gefallen. Ja, toll. Level 30. Aber wir machen ihm Schaden, okay. Das ist schon das Wichtigste. Polier in die Fresse, Weißer. Hau ihn zu Brei. Du wirst es nie lernen. Lass ihn deine Faust schlucken. Lern seine Zähne, der stinkt. Zack. Ich lasse dich daheim. Du hältst mich. Polier in die Fresse, Weißer. Hau ihn zu Brei. Oh, fuck. Ich wollte mal einen starken Angriff ausprobieren.
Ja, da ist es mit der Verteidigung nicht so gut. Scheiße. Scheiße. Also zwei Treffer gehen immer, ohne dass er hier irgendwie die Deckung... Okay, da liegt er. War das genug? Hast echt gut ausgeteilt. Sehe immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Gut. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexe. Das war's wert. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Nee. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Spukleuchtturm? Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Auf unseren Nächsten. Geht nicht. Sorry. Nicht böse sein, aber das müssen wir leider verschieben. Ja, wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Ihr Landratten seid immer gleich. Habt immer Angst vor euren Weibern. Gut, also wir sind jetzt echt nüchtern. So nüchtern geht's eigentlich gar nicht. Dann red mal. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissacks Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Wir sollten nicht gehen. Ja, eigentlich sollten wir nicht gehen. Komm, ja. Ich nehme an, Moissack ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Okay, Ouroboros. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Okay. Wir sind einfach Mitläufer. Boah, ist das verwinkelt aufgebaut, ey. Und steht da viel Schrott. Schnell, hinter den Wandteppich. Mm. Spatzen piepsen und Stare zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen, Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Tiefsinnige Gespräche. Schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja. Nachtigallen singen. So, erstmal wieder zurechtrücken. Ah. Okay, das war's schon. Oh, wir zwei hinterm Wandteppich. Das war nah dran. Ja. Jennifer will's halt einfach. Was ist denn? Oh, eine Fenstertür. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das dann der Ausgang sein wird. So, wir klammern das ganze Bier. Das wird den Wachen gar nicht auffallen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacks Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm. Hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Warte, die Raben haben uns doch gesehen. Moin, Leute. Hallo? Oh. Also jetzt doch zum Fenster. Gut, ich habe irgendwie vermutet, dass wir hier lang müssen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Ja, ja. Huh?
Bist du zu faul zum Klettern und teleportierst einfach? Der kann sich auch rein teleportieren. So. Okay, die Tür bleibt aber zu. Wow, was ein Zufall, dass das Fenster hier direkt nebeneinander ist. So, da liegt irgendwas Rotes. Ah, Statuen. Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Druiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Ja, Druiden sind ja eh die Natur verbunden, ne? Kehr Morhen. Ach, bitte. Okay, gucken wir uns mal den Wolf an. Oder machen das Feuer aus, genau, voll unauffällig. Wölfchen? Sieht lebendig aus. Sollen wir es mal nicht lieber zur Sicherheit? Sieht lebendig aus. Ah ja, die sind lebendig. Gut, ich habe schon irgendwie befürchtet. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sehe, würde er sicher drauf schießen. Es geht nach da drüben noch. Oh, Entschuldigung, ich wollte noch nicht weitermachen. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Geschnitten? Du hast einen fucking Stahlhandschuh. Sie sind lebendig. Jen, pass auf. Monster. Ich kann sie schnitten. Sie kommen hier. Sie sind überall. Oh, wir sind unter Drogen. Wir haben doch einen Handschuh an. Hä? Warte, wir können doch jetzt hier betäuben, dass er seine Kumpel angreift. Theoretisch. Oder geht es nur bei Menschen? Es geht wahrscheinlich nur bei Menschen. So. Ja. Alles tot außer die Rehe. Ah ne, einer lebt noch. Drauf gehen! Oh, das war's. Hui. Drogen. So gut. Ich glaube, wir kotzen jetzt. Gehen K.O. Eins von beiden. Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moissaks Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Könnten wir diesen kleinen Vorfall für uns behalten? Natürlich. Die Tür ist auf. Wir gehen weiter, sobald du deine Jagdtrophäen eingesammelt hast. Oh ja. Lass uns reingehen, Geralt. Super. Da liegen sie. Sieht lebendig aus. Ah, sieht lebendig aus. Total. So eine Scheiße. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moissak erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Gut. Dann dringen wir mal tiefer ein. Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Nö, die kaputten Teile, die da liegen, ist unverdächtig. Ah, das Labor unseres Druiden. Lass es uns gründlich durchsuchen. Die Maske von Ouroboros muss hier irgendwo sein. Ich habe eine Tabakpfeife gefunden. Eine Pfeife. Offenbar führt Moissak hier echten Tabak ein. Die wunderbare Welt der Insektoiden. Ritualpflanzen. Ah, was sagt man dazu? Raymond Marleuf, eine erweiterte Biografie. Was haben wir? Korrespondenz. Moissaks Siegel an die Druiden. Er warnt sie vor dir. Druidenbrüder, lasst euch warnen, dass eine Zauberin auf Art Skellig eingetroffen ist. Sie heißt Yennefer und stammt aus Wengerberg. Ich weiß, dass ihr unempfindlich gegen die Waffen der Frauen seid und euch den Verstand nicht von einem gefällig fließenden Rock vernebeln lasst. Doch lasst euch auch von ihrer Intelligenz oder Raffinesse nicht einnehmen. Ich weiß, wer Yennefer ist. Was sie in Skellige will, ist mir jedoch nicht bekannt. Ich sehe keinen Sinn darin, sie dies direkt zu fragen, da Yennefer für ihre Schleue und Eloquenz bekannt ist. Sie sagt nicht, was sie denkt, sondern was sie wünscht, dass man hört. Denkt dran, dass sie keine zweitklassige Zauberin ist, sondern eine Person, die das Brot mit den Herrschern des Nordens bricht und seit neuestem mit dem nilfgaardischen Kaiser selbst kollaboriert. Sie geht weltweit in den Herrschaftshäusern ein und aus und hat eine Begabung zur Manipulation, um die sie gerissenen Diplomaten beneiden würden. Yennefer, manipulierst du uns? Oh. Yennefer hat ein ungesundes Interesse an dem Ort des Kataklysmus gezeigt, den wir untersuchen wollen. Ich habe ihr nicht die Erlaubnis erteilt, sich in die Nähe zu begeben, doch ich bitte euch trotzdem Augen und Ohren offen zu halten. Die Zauberin aus Wengerberg ist nicht nur ausgezeichnet im Manipulieren, sondern auch sehr starrsinnig. Ich weiß, dass sich ihr Weg in der Vergangenheit mit dem Krachs gekreuzt hat. Entsprechend argwöhne ich,
dass sie diese alte Freundschaft für verborgene Zwecke zu nutzen denkt. Welches das genau sein könnte, ich werde versuchen, dies herauszufinden. Gelingt es mir, berichte ich euch in einem weiteren Brief. Gut, dann würde ich sagen... Diese dreiste Manipulantin. Schamloser Intrigant. Dann würde ich sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.